Und wir kommen zu Toni Schumacher, der gerade sehr aufmerksam zugehört hat, als die beiden gesprochen haben, das Ehepaar Kubicki. Haben Sie sich wiedererkannt ein bisschen? Denn Sie sind ja auch schon mehr als 20 Jahre verheiratet, ne? Ja, ich bin relativ treuer Mensch gewesen. Ich war mit der ersten Frau 16 Jahre verheiratet. Mit der zweiten bin ich jetzt 26 Jahre zusammen. Und ich muss sagen, 23 Jahre verheiratet ist heute in der Zeit schon eine Hausnummer. Mhm. Da gehört schon sehr, sehr viel dazu, dass man das auch dann zusammen gut übersteht. Mhm. Sind bei Ihnen auch schon mal Bücher geflogen? Wie leidenschaftlich ist Ihre Frau? Also wenn, dann würden Sie ja fangen das Buch. Die ist sehr leidenschaftlich, die ist nämlich halbe Perserin. Aber Bücher sind noch nicht geflogen. Aber ich habe mich so ein bisschen manchmal in Herrn Kubicki wiedererkannt. Also, dass man diese Probleme nicht immer zu Ende diskutiert, lieber mal ein bisschen weniger dazu sagt. Aber ja, ich glaube, das ist ein Problem, was viele, viele Männer haben. Das ist auch nicht immer gut. Was sind Sie für ein Sternzeichen, Herr Kubicki? Fisch. Fisch, ja. Echt? Fisch. Tatsächlich? Fische sind doch zweifelnd, hypersensibel. Ich weiß, wovon ich rede. Ich bin selber einer. Ja. Auch das stimmt. Es gibt haben ja immer das Gefühl, Sie sind an allen schuld. Ja, das passt doch zu allem, ne? Waage, glaube ich. Ich weiß nicht. Also ich glaube nicht, ich würde zu jedem Mann passen. Eben auch. Gibt nur den einen. Ja. Gibt es denn Parallelen, Herr Schumacher, zwischen einer Ehe und einem Fußballspiel? Jetzt bin ich gespannt. Also es gibt schon viele Gemeinsamkeiten, weil ich denke, ich habe eben schon angedeutet, man kann die Ehe, glaube ich, nur zufrieden und glücklich überstehen, wenn man sehr diszipliniert ist. Und das ist eins der wichtigsten Sachen im Fußball auch. Da wird Disziplin ganz groß geschrieben und kann jetzt gleich auch die Brücke schlagen zu Corona-Krise. Ich bin seit 1982 bei der Weltmeisterschaft und 86 bei der Weltmeisterschaft. Jedes Mal 6 Wochen waren wir eingesperrt. Damals war das noch eingesperrt. Von daher fand ich das jetzt nicht so schlimm, mal 6 Wochen zu Hause zu sein. Ich habe gehört, ihr habt einen Garten, wir haben auch einen Garten und wir können rausgehen. Und so ist sicherlich ein großes Problem, wenn man eine kleine Familie mit 70 Quadratmeter hat, keinen Balkon und noch 2 Kinder zu Hause ist, dann sieht das alles ein bisschen anders aus. Aber wir haben das Beste daraus gemacht. Dann habe ich natürlich auch einen Partner in meiner Frau gefunden, Jasmin, die auch sehr diszipliniert ist. Und das wird alles noch unterstützt durch unsere jüngste Tochter, die Perla. Die ist jetzt, die geht in England zur Schule und ist seit dem 18. März bei uns. Und die hat furchtbare Angst, dass uns was passiert, dass wir, besonders der Papa, weil ich falle ja in diese Risikogruppe rein. Dass der Papa irgendwie Coronavirus. Ja. Altersgemäß oder weil Sie Ihren Körper so malträtiert haben im Profizeit? Nee, alters. Also ich habe ja auch der andere, das sind alles Geschichten, die kann ich gerne erzählen. Aber da hat sie weniger Angst. Sie hat einfach Angst, dass ich das Virus bekommen würde. Und da hat sie panische Angst vor. Und sie ist selber auch so diszipliniert, dass sie hat ja auch Freunde noch in Köln. Aber sie hat sich bis jetzt erst einmal getroffen. Ich glaube, vorgestern hat sie sich mal mit ihren Freunden getroffen. Mhm. Ansonsten ist die nur zu Hause, nur Schule, nur Internet. Und das ist auch ein bisschen stressig. Das ist auch nicht das Optimale für die Kinder. Aber im Moment ist es einfach so. Und wenn ich sehe, was in England los ist, dann wird es ja drüben, da glaube ich, noch ein bisschen länger dauern, bis dass wir dann die Kinder wieder dahin schicken können oder auch selbst nach England einreisen können. Mich wundert nicht, dass Sie das Thema Disziplin ansprechen. Wir schauen jetzt mal rein in Ihr sehr erfolgreiches Sportlerleben, in dem Disziplin eine große Rolle gespielt hat. Bitte schön, das Leben von Toni Schumacher. In Kürze. Toni Schumacher, Torwart, Legende, Kölner Kultkeeper und gelernter Kupferschmied. Ursprünglich wollte er ja mal ins Tor, weil er das für einen bequemen Job hielt, selten so geirrt. Brüche, Sehnen und Kapselrisse, all inclusive. Sein Name steht für Gradlinigkeit und für Fußballbesessenheit. Fazit: Pokalsieger, 7 Jahre umjubelter Nationaltorwart, Europameister und Deutscher Meister. Aufgewachsen ist er in einfachen Verhältnissen. Der Vater Bauarbeiter, die Mutter Hausfrau und Schneiderin. Mit seiner Schwester teilte sich der Tön bis zur Volljährigkeit ein Zimmer. Wir waren ja relativ liebe Kinder, aber wenn man schon mal Blödsinn gemacht hat und die Mama war hinter uns her. Du ab ins Zimmer, ein Fuß ging in den Schrank, ein in die Tür. Da ging nichts mehr. Auf dem Platz hat er auch ungern einen reingelassen. Aber als er 87 was rausließ über Doping, Sex und Alkoholexzesse bei Kollegen, da flog er aus der Nationalelf. Ich glaube, dass man in Deutschland nicht bestraft wird dafür, dass man die Wahrheit sagt.
Da hat er sich geirrt. Der Vorwurf: Nestbeschmutzung. Auch seine erste große Liebe machte damals eiskalt mit ihm Schluss, der erste FC Köln. Doch lieber einen Knick in der Laufbahn als einen Knick im Rückgrat. So sieht das Toni Schumacher und wir freuen uns, dass er jetzt bei uns ist. Wenn Sie heute zurückgucken und diese Bilder sehen, in welcher Zeit Ihres Lebens waren Sie am glücklichsten? In meiner Fußballzeit. Und wann dann genau? Also bevor es richtig losging, als Kind, als es noch spielerischer war oder als die großen Erfolge kamen? Ich bin ja in einer Arbeiterfamilie groß geworden, deshalb kenne ich mich auch mit kleinen Wohnungen ohne Balkon aus. Die waren keine 70 Quadratmeter, wir hatten eine 43 Quadratmeter große Wohnung und haben jetzt zu viert gewohnt. Und Sie sind ganz gerührt gerade, ne? Kann das sein? Ja, wenn ich auch an meine Mutter denke, die schon früh verstorben ist. Mein Papa ist leider auch schon gestorben. Und das sind natürlich dann die Erinnerungen, die sofort aufkommen. Und diese beiden haben mich total unterstützt, auf dem Weg Fußballer zu werden. Mhm. Vor allen Dingen meine Mutter, die mich sehr geprägt hat. In allem, meine Einstellung, in dem, wie ich mich benehme, wie ich erzogen worden bin, ehrlich sein. Und hat Ihre Mutter Ihnen nicht auch gesagt, dass Sie das Tor wählen sollten als Position? Ich habe früher überall gespielt, Verteidiger vorne und so. Meine Mutter hat dann irgendwann gesagt, Liebchen. Die hat ja auch mal Liebchen gesagt. Also Harald hat selten einer gesagt, Liebchen, überleg mal, ist es nicht besser, du würdest im Tor gehen. Und dann machst du das 100% und so. Und das hat mir gefallen. Ich habe das dann ausprobiert. Und ja, das lag mir auch. Immer dieser Kampf 1 gegen 1. Und du hattest ein anderes Trikot an. Du durfst als Einziger in der Mannschaft den Ball mit der Hand nehmen und so. Das waren alles Sachen, wo ich stolz drauf war. Und ich bin ein leidenschaftlicher Fußballer gewesen, vor allen Dingen dann auch ab 72, wo ich dann Profi geworden bin. Wenn ich an diese Zeit zurückdenke und eben habe das angesprochen in dem kleinen Einspieler da, dass ich mir viele Finger gebrochen habe und die Nase gebrochen und Füße kaputt und Kreuzbänder und so. Aber wenn ich dann an diese Erfolge denke, an diese schöne Zeit, dann gehen die Schmerzen so langsam, aber sicher verschwinden sie dann wieder. Mhm. Und das ist ein tolles Gefühl und ich vermisse den Fußball sehr. Weil er auch einen größten Teil meines Lebens mitbestimmt hat. Und, ja. Gibt es an Ihrem Körper noch irgendwas, was heil geblieben ist nach dieser Zeit? Ja. Was denn? Ja. Es gibt ein paar Dinge. Ich habe zum Beispiel nie ein Bein gebrochen oder einen Arm gebrochen. Und so. Das wäre schlimm. Oder die Schulter und so. Ich habe fast alle Finger gebrochen gehabt. Ich habe die Nase gebrochen. Ich habe Rippen gebrochen. Ich habe und. Aber das gehört alles mit zum Fußballprofi dazu. So wie die Leute, die unter Tage arbeiten, dann irgendwann nach 40 Jahren mal eine Staublunge haben. Mhm. Aber da der Fußball natürlich sehr in der Öffentlichkeit steht, wird das natürlich auch gezeigt. Und ich habe zwar einen Ehering an, das ist mein schönster Finger übrigens. Da passt er noch drüber. Hier geht gar nichts mehr. Wahnsinn. Das ist, aber das gehört einfach mit dazu. Darf ich da Franziska von Almsick fragen, ob es irgendwelche Spätfolgen gibt Ihrer Schwimmtätigkeit im Körper? Nee. Ich habe jetzt durch die Corona-Zeit irgendwie festgestellt, dass so dieser sportliche Antrieb wieder zurückkam. Also als ich meine Karriere beendet habe vor 20 oder mittlerweile fast 25 Jahren, da habe ich bestimmt 10 Jahre keinen Sport mehr gemacht. Und ich habe mich immer darauf, ich habe immer daran geglaubt, dass das irgendwann wiederkommt. Irgendwann habe ich wieder Lust, mich richtig zu bewegen, aber ich war eine richtig faule Socke. Jetzt muss man dazu sagen, mein Mann ist jetzt auch nicht unbedingt der Sportlichste, was ich total toll fand. Das heißt, wir haben wenig Sport zu Hause gemacht. Und jetzt in dieser Zeit zu Hause zu sein und nicht raus zu können und sich nicht bewegen zu können, ist bei mir irgendwie innerlich wieder so der Knoten geplatzt, dass ich viel mehr Sport mache und dass ich mir heute einen Tag ohne mich sportlich zu bewegen nicht mehr vorstellen kann. Und es zwickt nichts. Und es zwickt nichts. Ich war vor 2 Jahren mal auf dem Trampolin und bin da ein bisschen rumgesprungen und habe mir das Kreuzband gerissen und die Meniskus innen und außen kaputt gemacht. Aber das ist aus Spaß passiert. Also das war die einzige große Geschichte, die ich mir mal getan habe, aber nicht zu meiner aktiven Zeit. Wow. Aber Herr Schumacher, ich glaube, Sie sagen, einen Tag ohne Schmerzen gibt es nicht. Ne? Bei Ihnen sind die Spätfolgen doch jeden Tag spürbar. Ne? Die gibt es nicht. Man gewöhnt sich irgendwann mal auch an einem gewissen Grad Schmerz. Und meine Frau hat dann, als ich sie vor 26 Jahren kennengelernt habe, dann auch relativ schnell dafür gesorgt, dass ich nicht jeden Tag Schmerzmittel nehme, sondern versucht es über Alternative, über Tees, über das Essen und. Das so in den Griff zu bekommen, das funktioniert zum großen Teil auch. Und
wenn ich der Corona-Krise etwas Positives abbringen kann, dann ist es, dass unsere Tochter jetzt da ist und wir diese Zeit geschenkt bekommen. Nochmal ein 17-jähriges Mädchen, man kann man nochmal so intensiv, die ist seit dem 18. März bei uns, intensiv nochmal zusammenleben. Wir leben im Internat in England und so, das ist eine ganz tolle Erfahrung. Und vor allen Dingen hat sie jetzt gemerkt seit März, ich muss den Papa trainieren. Ich bin jetzt sein Trainer und wir machen jeden Tag 1,5 Stunden Sport. Ach komm, sie nee. Trainiert sie? Also, ja. Ja? Also ja so, ihre ja. Tochter ist ihre Personal Trainerin? Also die wird sehr wahrscheinlich heute Abend das nicht sehen, hoffe ich, weil das ist schon ein bisschen spät. Die hat die Schule, die Internetschule ja schon wieder angefangen. Ich habe dann gesagt, um sie auch zu motivieren, ich brauche dich, du musst dich um die Übungen kümmern und du musst ein Programm machen und so. Und jeden Tag, und wenn ich mal nicht mehr so Lust darauf habe, wie die Franzi hat es ja gesagt, die ersten Jahre, das hat man nun mal, wenn man im Leistungssport war. Irgendwann kommt dann mal so, nee, ich möchte mich auch nicht mehr selber motivieren, ich möchte einfach mal die Zügel schleifen lassen. Und habe ihr das Gefühl gegeben, dass sie für mich verantwortlich ist. Das funktioniert. Und morgens, ich bin ein Frühaufsteher, ich stehe jeden Morgen um 5 Uhr auf. Gott. Und, das ist die Zeit von Wolfgang Kubicki. Und dann mache ich das Frühstück und lese Zeitungen. Und dann steht da meine Frau auf. Und dann gehen wir erstmal eine Stunde am Rhein, auch Sport, ein bisschen Powerwalken machen. Und ja, das tut mir gut. Ich habe die letzten 5-6 Monate zusammen mit dieser Stoffwechselanalyse, kennt das einer von euch? Ja. 7 Kilo abgenommen. Ich fühle mich bombig. Gott. Und manchmal erwische ich mich dabei, dass ich sage... Bitte, was sagen Sie? Vielleicht kann ich morgen wieder spielen. Ach, Sie würden noch mal antreten, ja? Also, ich kann Fußballer, verstehe ich nicht, die sagen, ich höre jetzt auf, Fußball zu spielen, weil ich keine Lust mehr habe. Und hast du das auch manchmal, Franzi, dass du, wenn du irgendwie Wettkämpfe siehst, dass du denkst, ich würde gerne noch mal starten? Nee. Also ich bin eher so, dass ich kann zum Beispiel auch so Wettkampfsituationen nicht mehr leiden. Also ich mag nicht, wenn sich jemand mit mir konkurrieren will. Außer Bülent ist. Außer der Bülent-Spezialanschaft. Also wenn ich weiß, dass ich denjenigen locker in der Tasche habe, ist das für mich ja keine Wettkampfsituation. Genau, ist ja kein Wettkampf. Da kann ich in der Tasche. Aber das war jetzt gemeint. So eine richtige Wettkampfsituation, wo es wirklich darum geht, einen ebenbürtigen Partner. Das würde ich, also da würde ich mental vorher sagen, da habe ich keine Lust mehr drauf. Da bin ich so, also davon bin ich noch so erschöpft. So von diesem sich irgendwie so reinbringen, also das wäre für mich nichts mehr. Quälen und jeden Tag diszipliniert sein und darauf achten und so. Ja. Und auch was du eben gesagt hast, dass du nie die Olympia-Goldmedaille gewonnen hast. Ich kann das total nachempfinden. Ich bin auch zweimal im WM-Finale gewesen und habe leider Gottes zweimal nicht den Pott in der Hand halten dürfen. Und auch als du gesagt hast, wenn ich dann was erreicht, gewonnen habe, dann habe ich das sofort abgehakt. Das ist bei mir auch so gewesen. Mhm. Also das hat mir nicht lange mit mir rumgetragen. Mhm. Du bist den Berg erklommen, hochgemacht, hast dich bemüht, um was alles dafür gegeben ist, bist du oben, bist Erster gewesen, abhaken, jetzt geht der nächste Berg schon wieder hoch. Würden Sie auch sagen, wie Franziska von Almsick, dass Sie ein Unvollendeter sind? Ja, das sagen wir immer früher. Also damals, 82 und 86, habe ich mich brutal darüber geärgert. Vor allen Dingen 86, da war ich mit dran beteiligt. Da habe ich nicht so gehalten, wie die Leute das von mir oder wie ich selber von mir das erwartet habe. Aber heute mit so viel Abstand sage ich, mein Gott, ich muss heute genauso viel für einen Pfund Äpfel bezahlen wie als Vize-Weltmeister, wie als Weltmeister. Und wer kann schon von sich behaupten, von den vielen Millionen Menschen auf dieser Erde, er war zweimal in der Mannschaft, die zweitbeste Mannschaft der Welt. Also das sind letztendlich schöne Erfolge gewesen. Und ich habe ja ein bisschen auch noch gewonnen. Die Wettkampfsituation, von der Franzi gerade gesprochen hat, auf die sie gut verzichten kann, die hat mit Ihnen, glaube ich, was gemacht. Ne? Ihre Mutter, von der wir gerade schon gesprochen haben, hat damals zu Ihnen gesagt, wenn Sie im Tor stehen, also auf dem Platz, es ist Spiel, sind Sie ein anderer Mensch. Wie haben Sie sich verändert in diesem Moment, wenn es um Wettkampf ging, wenn die Besessenheit durchkam? Ja, ich war fanatisch und besessen war ich immer. Das war ich immer. Ich hatte schnell für mich entdeckt, dass ich immer noch besser werden wollte und habe 1972, da war ich 18 Jahre alt, habe ich autogenes Training gemacht. Autogenes Training hieß früher, du gehst beim Psychologen, legst dich aufs Sofa. Das konnte alles nur im Stillen, im Geheimen stattfinden, weil sonst hätte jemand gesagt, sag mal, hast du eine Macke, legst dich da auf der Sofa, bist du ein Psycho. Aber das hat mir dann
über die Jahre. Das war eine Zeit, in der man über Schwächen nicht sprechen sollte, besser, ne, im Profifußball. Nein, das sind ja eh alles Machos. Wenn die, aber das ist auch in Ordnung. Die Leute, die ins Stadion gehen und den Fußballer bejubeln und bewundern, die denken, oh, der zieht jetzt sein Superman-Trikot drüber und ist der unverwundbar. Mhm. Aber das ist es nicht so. Wir haben auch Probleme zu Hause mit der Frau gehabt, wir haben auch kranke Kinder gehabt und so. Aber sobald du den ersten Schritt auf den Rasen machst, darfst du das nicht zeigen. Das sind letztendlich die Profis. Dazu werden wir erzogen. Es gab ja auch Situationen, also ich musste mir das wirklich noch mal angucken, weil ich da einfach noch zu jung war und das nicht so präsent mitbekommen habe. Da haben sie sich vor die gegnerischen Fans gestellt und haben so richtig den Zweikampf gesucht. Und ich hatte das Gefühl, der lässt sich jetzt richtig aufpeitschen durch diese Anti-Stimmung, die da jetzt entsteht. Ja. Weil deshalb, wenn ich sie jetzt hier so erlebe, wirken sie so weit. Ich bin ganz brav. Ich will nur spielen. Ich will nur spielen. Ein paar Jährchen her, ja. Na, das war aber wirklich so, nachdem ich das autogene Training dann gemacht habe, diese Frau Dr. Schrecklin hieß die übrigens. Ich kenne das alles, weil meine Oma hat das immer gemacht. Meine Großmutter hat das immer gemacht, ja. Mit dem, der Arm wird schwer. Genau. Ja, so, genau. Sowas. Und so ein Sonnengeflecht. Und ich stelle dir was Gutes vor. Und für, die hat ein Bild für mich erfunden, gezeichnet. Ich bin dann immer super nervös geworden. Erklärt, du bist der Tiger und der Ball ist die Beute. Und solange dieses Spiel läuft, 90 Minuten oder noch länger, lässt du diese Beute nicht aus den Augen. Und ich war natürlich auch nicht immer... Ich hatte auch schon mal das Gefühl, oh, heute fehlt was. Das ist bei dir bestimmt auch so gewesen. Man geht ja nicht bei jedem Spiel, ich habe, weiß nicht, ungefähr 450 oder 460 Bundesligaspiele, geht man immer nicht raus und denkt, heute brenne ich, heute reiße ich die Welt nieder. Da kam auch schon mal das Gefühl, oh, heute fehlt was. Und ich habe es mir zugute, ich habe das gelernt und mir zu Nutzen gemacht, dass jetzt muss ich irgendwas machen. Und dann bin ich in die gegnerische Fankurve gegangen und habe die provoziert, dass die anfingen, mich auszubuhen und niederzuschreien und so. Und da wusste ich so, und jetzt wartet jeder von denen hier, von den 5000, dass du einen Fehler machst. Und das gönnst du denen nicht. Also reiß dich zusammen. Das hat funktioniert. Das war aber schon früh. Also es war ja eher so, dass, sagen wir mal so, dieses autogene Training war ja damals total verpönt, dir vom Psychologen helfen zu lassen. In der heutigen Zeit, im heutigen Sport, ist nicht mehr auszudenken, dass da ein Coach ist. Also auch zu meiner Zeit damals im Schwimmen, ich meine, ich habe 2004 erst aufgehört, dass wir Psychologen dabei hatten, das war dann erst so zum Ende hin. Heute geht ohne Psychologen gar nichts. Warst du ja eigentlich ein Vorreiter, weil du schon früh... Ja. Man wüsste gerne von Herrn Kubicki, ob er dieses Gefühl aus dem Bundestag kennt, dass der Tiger da reingeht, die andere Seite ordentlich provoziert und sagt, heute kann mich nichts niederreißen. Ja, das ist eher während der Wahlkampfzeit. So im Deutschen Bundestag haben Sie manchmal das Gefühl, da kommen die Leute rein und denken, sie seien der Bettvorleger. Insofern das ist extrem langweilig. Aber in Wahlkampfzeiten ist das tatsächlich so, dass man sich selbst die ganze Zeit mit Adrenalin versorgen muss, weil man sonst keine drei Veranstaltungen am Tag abwenden kann. Also beim ersten FC Köln, du hast es gerade angesprochen, da ist es selbstverständlich, dass ab der U9 die einen Mentaltrainer haben. Hm. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. U9. U9. Wie alt sind die da? 8. Und noch. Mentaltrainer? Ja, ja. 8. Ja, klar. Die führen dann auch mit den Spielern oder mit den Spielerinnen Gespräche, dann Eltern-Trainer-Gespräche und Eltern-Psychologen-Gespräche. Ja, ja. Oh Gott. Ja. Also wir haben uns gefragt, wo lässt dieser Mann, der diese Besessenheit so in sich hat, diese Motivation, die auch sicherlich getriggert wurde durch sein Elternhaus, wo lässt er die heute? Sie haben ja gerade schon gesagt, Sie könnten sich vorstellen, wieder auf den Platz zu gehen. Wenn Sie noch könnten, würden Sie es machen. Wir haben quasi ein Gespräch gesucht mit Ihrer Frau und die hat uns ein Foto zukommen lassen, was uns vielleicht hilft einzuschätzen, was Sie machen mit der, wo die landet, diese Besessenheit. Das da oben, wo der Pfeil ist, das sind Sie. Vielleicht können Sie aufklären, was Sie da machen. Im Busch? Ja, also ich mache die ganze Gartenarbeit selber. Ich schneide Rasen, Sträucher, Bäume, wie man sieht. Das ist jetzt 10 Meter hoch. Vielleicht brauche ich auch dieses Adrenalin, diesen Kick. Ja, und Angst hatte ich nicht. Das ist abtrainiert worden als Torwart. Darf man keine Angst haben. Und ich sehe das aber letztendlich nicht als Arbeit an. Es ist so ein bisschen wie... Das tut mir gut. Das tut mir gut. Das hat, also meditieren wäre jetzt übertrieben, aber ich sehe das nicht als Arbeit an. Ja. Und mein Garten sieht im Moment vorbildlich aus. Der Rasen könntest du in jedem Bundesliga-Stadion mit reinlegen. Das würde nicht auffallen. Ist es richtig, dass Sie mit der Nagelschere arbeiten Rasen? Nein, das haben wir nicht gemacht. Also sieht aber jetzt in Kameras. Ja, einmal vielleicht. Also ich schneide meinen Rasen schon mit dem Rasenmäher, klar. Und da gab es mal eine Anfrage vom türkischen Fernsehen.
Fernsehen, was ich so in der Quarantäne mache. Und dann habe ich dann gesagt, ja, ich muss dann Sträucher schneiden und die Blumen und den Rasen im Rasenmäher. Aber dann habe ich mir auf die Erde gelegt, man muss auch den Rasen mit der Nagelschere schneiden, damit er so gut wie im Fenerbahce-Stadion, ich habe ja mal für Fenerbahce Istanbul gespielt, damit der Rasen genauso gut wird wie im Fenerbahce-Stadion. Und deshalb habe ich mich dahin gelegt. Also ganz, Torhüter haben zwar eine Macke, aber ganz so bekloppt. Ich bin sicher, dass alle Zuschauer des türkischen Fernsehens das geglaubt haben, weil sie sind Deutscher und alle kennen sie noch aus dieser Zeit, wo sie als besessen auf dem Platz standen. Ja. Vielen Dank, dass wir in ihr Leben gucken durften heute ein bisschen. Dankeschön. Danke.